In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich meinen Starterbild, den Zeichen des Untergangs Hierophanten von Jung Rowan, durch die Story und die ersten Maps gelettet habe. Hier folgt nun das erste kleine Update-Video. Mit dem alten Setup habe ich bis in die gelben Maps gespielt. Ab den T8-Maps rum wurde es dann aber Zeit für einen 6 Sobald ich diesen hatte, bin ich auch umgeswitcht auf kritische Treffer, was ein paar kleine Änderungen im passiven Baum zur Folge hat. Und mit diesem Setup habe ich dann bis in die roten Maps gespielt. Sogar T16 Maps sind schon möglich. Wobei man da schon sehr auf die Map-Mods achten sollte. Trotzdem ist der Schaden im Hinblick auf die Quatschausrüstung, die ich hier habe, ziemlich beachtlich. Map-Bosse gehen gemütlich down, auch wenn man sagen muss, dass Map-Bosse ja mittlerweile leichter sind als irgendwelche gelben Gegner, die man zuvor in der Map gesehen hat, insbesondere wenn man Essenzen farmt. Die 6 link brustrüstung die ich mir gekauft hatte, hat ein Divine gekostet, es gibt allerdings auch einige, die weitaus günstiger sind. Dann habe ich mir noch ein Level-21 Zeichen Untergangs für 18 Cars gekauft und das Spaß. Alles andere ist selbst gefunden und für dieses Investment bin ich mehr als zufrieden. Gefarmt habe ich mit diesem Bild wie gesagt Essenzen und ein bisschen Metamorph. Insbesondere Essenzen sind super, weil man diese auch schon in den niedrigeren Maps super farmen kann. Ein separates Farming-Video dazu wird auch noch kommen. Es gibt normal Essenzen, die dem Terminator ähneln, aber die meisten bekomme ich mit diesem Bild down. Eine gewisse Schwäche hat der Bild trotzdem bisher und das ist die Defensive. Wir splitten ja unseren erlittenen Schaden auf, sodass 50% vom Leben und 50% vom Energieschild abgezogen werden, aber oft sind so dermaßen viele Schaden über Zeiteffekte und eingehende Treffer am Start, dass man mal überwältigt wird. Hier ist konstante Bewegung sehr zu empfehlen. Damit wir uns aber auch konstant bewegen können, sollten wir nun versuchen, uns Stun immun zu machen. Mehr dazu gleich, außerdem werden wir natürlich mit besserer Ausrüstung auch nochmal unsere Defensive stärken können. Selbstverständlich kommt noch ein weiteres Update-Video zu diesem Bild, denn ich will ja auch noch gegen ein paar Endgame-Bosse antreten und da werde ich wohl etwas mehr investieren müssen als nur ein Divine. Kommen wir also nun zur Ausrüstung und zum leicht geänderten passiven Baum. So, fangen wir mal mit unserem neuen Hauptsetup an und das ist jetzt hier Zeichen des Untergangs in einem Sechslink. Und sobald ihr einen Sechslink habt oder euch geleistet habt oder wie auch immer, wechselt ihr auf... Kritische Treffer. Vorher haben wir ja hier ne, mit dem passiven Punkt vor allem hier Elementarüberladung gespielt, das uns quasi einmal alle 8 Sekunden 40% mehr Schaden gegeben hat, wenn wir einmal in 8 Sekunden kritisch getroffen haben. Dafür haben wir aber keinen extra Schaden mit kritischen Treffern gemacht. Sobald ihr einen Sechsling habt, nehmen wir hier als Unterstützung nämlich mit rein erhöhter kritischer Trefferschaden und erhöhte kritische Treffer-Chance. Und dann nehmen wir auch ein paar Punkte mit, die auch nochmal unsere kritische Trefferchance von Zaubern erhöhen. Das ist dann nämlich besser als diesen Punkt zu nehmen, weil es dann einfach mehr Schaden macht. Und dann kommt das Ganze hier wieder raus. Ansonsten ist hier immer noch Grausamkeit verlinkt, als auch durchdringendes Feuer. Da hat sich nichts getan. Und wir sehen, es ist mittlerweile auch Stufe 20. Hier fehlt jetzt noch die Qualität dazu. Wenn wir mal gucken, erhöhte Wirkung von Grausamkeit, das brauchen wir nicht. Durchdringendes Feuer, erhöhter Feuerschaden, das ist eine gute Qualität. Und bevor ihr jetzt, falls ihr Anfänger seid, denkt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie 20 von diesen Prisma-Dingern nehmen, keine Sorge, wenn ihr ein Level 20 Gem habt, könnt ihr eins davon nehmen. Und das dann beim Händler verkaufen. Und dann kriegt ihr ein Level 1 Gem zurück mit 20% Qualität. Und das hochzuleveln ist ja jetzt nicht mehr so schwer, weil ihr seid jetzt in den roten Maps. Das geht dann relativ schnell wieder hoch. Deswegen machen wir das so da sparen wir uns nämlich Geld und haben jetzt 20 auf unserem Support und das macht ihr quasi mit allem sobald sie Level 20 sind. Wie gesagt, habe ich mir ein Zeichenuntergangs der Stufe 21 gegönnt. Die Qualität ist tatsächlich gar nicht mal so wichtig, weil das nur eine erhöhte Zaubergeschwindigkeit gibt. Das bringt uns gar nicht so viel und das war auch nicht so teuer. Also als ich das gekauft habe, hat das 18K ausgekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie der Preis momentan ist und je höher das Level von Zeichenuntergangs, desto besser natürlich und deswegen wollen wir ein Level 21 Gem, den ihr euch einfach kaufen könnt bei anderen Spielern. Das also meine nächsten Upgrades. Ich bin mit dem alten Setup bis zu Stufe 8 Maps gekommen. Dann habe ich mir ein 6-Ding gekauft für ein Divine. Diese Brustrüstung, die ihr seht, hat ein Divine gekostet, einfach nur weil es okay Rüstung, ein bisschen gutes Energieschild gibt, sehr viel Leben und vor allem auch Chaoswiderstand. Das hat den Preis gerade am Anfang noch ein bisschen höher getrieben. Ich glaube mittlerweile, ist das nicht mehr wirklich ein Divine-Wert ist. Aber ne, so eine ähnliche Rüstung wollt ihr eben auch. Ihr wollt Rüstung haben, ihr wollt Energieschild haben, Leben, Attribute, Chaoswiderstand, wenn noch Geld dabei ist. Ist alles erstmal solid. Später wechseln wir bestimmt auch nochmal zu einer noch besseren Brustrüstung, aber die reicht erstmal so. Das hat also ein Divine gekostet und dann habe ich nur noch mal 18 Chaos für 4 für Zeit des Untergangs der Stufe 21 ausgegeben und der Rest ist selbst gefunden. Generell wollt ihr jetzt bei der Ausrüstung auf Rüstung und Energieschild achten. Wenn es mal ausfällt ist es auch nicht so schlimm. Aber Energieschild ist vor allem wichtig, weil wir das natürlich hier nochmal hochpushen. Und jetzt auch, wenn ihr genug Energieschild habt. Am besten ist immer so 40-50 Prozent von eurem Leben, am besten sogar noch ein bisschen mehr. Ab diesem Zeitpunkt nehmen wir dann auch Geist über Materie. Das geht auch ein bisschen natürlich, weil ihr ja Disziplin irgendwo drin habt, wenn ich es jetzt mal schnell auf die äh, schnelle finde. Hier ist ja Disziplin und Disziplin ist ja eine Aura, die uns auch nochmal Energieschild gibt. Und je höher das Level von dieser Aura ist, desto mehr Energieschild gibt es uns. Das heißt, ihr levelt diese Aura hoch und kriegt so automatisch auch nochmal mehr Energieschild. Und so kommt ihr ganz natürlich auf mehr und mehr und mehr. Und dann könnt ihr irgendwann hier Geist über Materie nehmen. Bei erlittenem Treffer werden 40% des Schadens zuerst von Mana abgezogen. Zusammen mit unserem Punkt hier unten, der das auch nochmal macht, plus in 10%, heißt das also 50% von dem Schaden, den wir erleiden würden, wird statt von unserem Leben erstmal hier drüben abgezogen. Das heißt, wir teilen den Schaden schön auf. Wir brauchen dann natürlich aber auch eine Menge Energieschild. Und so eben am besten 50% eures Lebens, am besten nochmal ein Stück mehr, weil ihr damit ja auch zaubern wollt und so weiter. Ne? Damit ihr immer genug Energieschild zur Verfügung habt. Das ist dann so ab gelbe Maps, so habe ich das dann gemacht, wenn wirklich mal ein bisschen Ausrüstung da ist mit Energieschild. Ne? Ihr seht bei dem Helm zum Beispiel Rüstung, Energieschild. Die Schuhe habe ich gefunden, Rüstung, Energieschild. Die sind doch nicht so dolle. Die bringen einfach nur ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und erhöhter Schaden mit Treffern gegen entzündete Gegner. Und wir entzünden ja die Gegner mit unserem Feuerschaden. Von daher braucht ihr absolut gar nicht normale Schuhe mit Bewegungsgeschwindigkeit, Leben und ein paar Widerständen und Attributen. Ist auch vollkommen okay. Aber ich hatte die und dachte mir so, ach, weißt du was, meine alten Schuhe waren komplett Rotze. Dann nehme ich jetzt einfach die. Die sind bei weitem kein Zwang und vor allem auch kein Endgame-Ding, was man unbedingt braucht oder so. Das ist einfach nur, hat man gefunden, habe ich mal genommen. Und so auch bei meinem Schild. Das ist auch einfach nur ein Schild, weil es eine okay Menge Energieschild gibt. Das geht noch viel, viel höher. es geht bis zu 300 hoch. Ansonsten gibt es hier irgendwie noch mal ein paar Widerstände, ein bisschen Leben drauf. Also auch nichts Besonderes. Dasselbe bei den Handschuhen. Ich glaube sogar sind es noch dieselben. Weiß ich nicht. Aber auch einfach nur Leben, Widerstände. Ich brauche die Stärke noch. Ausgleichwert, Energieschild ist sehr wenig. Also diese Handschuhe müssten auch mal noch abgegradet werden dann in Zukunft. Und wenn wir uns jetzt mal unseren Zauberstab angucken, sehen wir hier, das ist ein Zauberstab mit Kreaturen verursachen erhöhten Schaden. Das bringt uns absolut nichts. Ich habe diesen Zauberstab trotzdem drin, weil die expliziten Modifikatoren ziemlich nice sind. Wir haben einmal, fügt Zaubern 31 bis 70 Feuerschaden hinzu. Wir haben erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern. Dann nochmal Multiplikator für kritische Treffer. Das heißt, die kritischen Treffer machen mehr Schaden. Und dann könnte ich nochmal erhöhten Zauberschaden draufkraften. Die sind halt relativ gut auch so zum Leveln und die carryen ein bis so in die roten Maps, wie gesagt. Wir wollen hier natürlich noch zum Beispiel statt fügt zwei bis vier Kälteschaden hinzu, erhöhtes Level von Zaubergems bzw. Feuergems. Wenn das jetzt auch noch drauf wäre, wäre das wirklich perfekt, ist aber nicht. Und warum das Level so wichtig ist, zeige ich euch mal jetzt. Denn ich habe zum Beispiel hier ein Amulett. Das Amulett habe ich auch so gefunden, ein bisschen Leben. Hier war erhöhter Zauberschaden drauf, ein paar Attribute, die wir brauchen und sonst eigentlich nichts. Ich habe mir jetzt schon die nächsten Upgrades... Auch für nicht viel Geld geholt. Zum Beispiel dieses Amulett. Dieses Amulett hat plus 1 zur Stufe aller Feuerfertigkeiten und nochmal Feuerschaden, wenn eins Leben geraubt. Und wenn wir das jetzt mal anziehen, sehen wir, wie sich Zeichen des Untergangs verändert. Wir machen jetzt mit Zeichen des Untergangs 1034 bis 1551 Feuerschaden bei Stufe 21. Wir achten jetzt mal nur auf das Maximum, wir achten mal nur auf die 1550. Ich packe jetzt dieses Amulett hier rein mit plus 1 Level. Und plötzlich machen wir 1735 Feuerschaden. Das sind knappe 200 Feuerschaden im Maximum mehr, nur durch ein Level. Und deswegen ist das Level so wichtig. Das heißt, ich möchte später am Endgame, und wenn ihr das früher kriegt, umso besser, auf dem Zauberstab oder Zepter oder Dolch, Dolche gehen auch übrigens, plus eins Level zu einem Feuer bzw. zu einem Zauber. Und das Ganze am besten auch nochmal auf dem Schild. Dann mit dem Amulett, mit dem neuen zusammen, sind wir dann irgendwie bei Level 24, Zeichen des Untergangs. Und das ist dann schon ziemlich, ziemlich nice. Deswegen ist das so wichtig. Dann habe ich einfach nur einen Ring mit sehr vielen Widerständen und ein bisschen Leben noch dazu. Beim Gürtel auch einfach nur Leben, Widerstände, Attribute. Und dann habe ich einen Ring gefunden, Zeichen der Unterwerfung. Ist auch kein seltener Ring. Drop quasi an jeder Ecke. Habe ich auch schon mehrfach gefunden. Jetzt, ansonsten könnt ihr euch ihn auch kaufen für wesentlich 2-3 Cars oder so. Und der sorgt einfach nur dafür, dass wir unseren Fluch. Entflammbarkeit, den wir sonst immer per Hand gewirkt haben, nicht mehr per Hand wirken müssen, weil er jetzt automatisch aktiviert wird, wenn wir Gegner treffen dass wir dann einen Knopf frei haben für andere Skills, die wir drücken können. Wir verfluchen die Gegner also jetzt automatisch mit Entflammbarkeit. Was hat sich ansonsten noch so getan? Wie gesagt, ist die Aura Wut jetzt raus, die uns mehr Feuerschaden gegeben hat. Ich habe jetzt stattdessen die Entschlossenheit mit drin für nochmal mehr Rüstung. Ansonsten war ja in meinem Sechs-Link, habe ich jetzt nämlich hier noch Elementarfokus mit drin, für mehr Elementarschaden. Dafür können wir die Gegner nicht mehr entzünden. Das machen wir jetzt über einen anderen Skill, und zwar die Welle der Verurteilung. Die ist jetzt verlinkt mit Entflammen. Entflammen wir vorher in dem link mit mit bei unserem Hauptsetup drin. Jetzt ist das aber hier mit drin. Das heißt, wenn wir mit der Welle der Verurteilung und dem Feuerschein, den die Welle macht, die Gegner entzünden, kriegen sie auch nochmal minus 10% Feuerwiderstand. Nicht nur das... Die Welle der Verurteilung selbst fügt dann Feueranfälligkeit hinzu, wodurch sie auch nochmal minus 15% zu ihrem Elementarwiderstand, also zum Feuerwiderstand kriegen. Das heißt, in diesem Setup zusammen minus 25% Feuerwiderstand, wenn wir mit der Welle die Gegner entzünden. Und das ist mit jedem zweiten oder dritten Treffer eigentlich der Fall. Plus, wir kriegen ja hier durch diese Meisterschaft nochmal erhöhten Schaden, wenn die Gegner entzündet sind. Also optimal. Das muss auf jeden Fall sein. Und das habe ich hier auf meine W-Taste gelegt. Da wir jetzt auf kritische Treffer gehen, haben wir auch einen Fluch, und zwar Mal des Assassinen. Das erhöht auch nochmal unsere kritische Trefferchance, als auch unseren Schaden, habe ich hier auf Q. Und das Besondere bei Malen ist, dass man die nur einmal auf den Gegner packen muss und dann bleiben die für ewig da drauf. Also gerade bei Bossen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir am Anfang des Bosskampfes kurz unser Mal wirken und das bleibt dann bis zum Ende des Bosskampfes da drauf. Ansonsten hier immer noch Vitalität als Aura für mehr Lebensregeneration. Könnt ihr euch hochleveln, je nachdem, wie euer Mana das eben zulässt. Und dann habe ich jetzt, dadurch, dass wir so viel Energieschild hier haben, habe ich jetzt hier den Glaubenseifer drin, was auch nochmal eine Aura. Ist zusammen mit göttliche Segnung. Das bedeutet, dass wir diese Aura nicht mehr aktivieren, quasi als Aura selbst, sondern als temporärer Buff. Das sind die beiden Dinger hier. Das heißt, wir bezahlen jetzt hier 492 Mana und kriegen dafür für 11 Sekunden quasi diesen Aura-Effekt. Und das ist in dem Fall mehr Zauberschaden, erhöhte kritische Trefferchance und wir haben die Chance, geweihten Boden zu erzeugen, der uns auch nochmal Lebensregeneration gibt und verminderte Wirkung von Flüchen. Und das haben wir halt quasi für 11 Sekunden. Müssen wir natürlich ab und zu mal aktivieren, aber gerade wenn es brenzlig wird oder wir eben mehr Schaden brauchen, diesen Buff aktivieren und schon sind wir stärker. Und dadurch, dass wir so viel Energieschild haben, sind diese Mana-Kosten von 492 auch absolut gar kein Problem. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, Entschlossenheit für mehr Rüstung, Disziplin für mehr Energieschild. Hier drüben habe ich jetzt noch den geladenen Schild mit drinne. Der sorgt einfach nur für ein bisschen Blockchance gegen Zauber und macht uns immun gegen Schock. Wir werden später ja noch mehr auf Zauberunterdrückung gehen. Die Punkte habe ich ja hier schon mal genommen. Und ich bin gerade hier unten. Hier möchte ich noch mehr Zauberunterdrückung Chance haben. Wenn wir diese auf 100% kriegen, brauchen wir eigentlich diese Aura dann nicht mehr. Diesen geladenen Schild. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir dann wieder irgendwas anderes mit reinmachen, was vielleicht ein bisschen besser ist. Aber momentan sorgt es nochmal für ein bisschen mehr Defensive, solange unsere Zauberunterdrückung noch nicht ganz so hoch ist. Die restlichen Socke hier sind einfach nur ein Schutzsetup mit Schreide und Sterblichkeit, Zauber bei erlittenem Schaden und verlangerter Dauer. Das heißt, jedes Mal, wenn wir, wie hier jetzt steht, 812 Schaden erleiden, wird automatisch Schreide und Sterblichkeit ausgelöst und mit diesem Schrei haben wir für ein paar Sekunden auch nochmal weniger erlittenen Elementarschaden und weniger erlittenen physischen Schaden. Hier steht zwar dass dieser Skill Widerstandsladung verbraucht. wir haben auch Widerstandsladung aber wir haben ein Minimum von vier und dieses Minimum kann nicht unterschritten werden. das heißt die werden auch nicht verbraucht. die Interaktion mit Streit- und Sterblichkeit und Widerstandsladung funktioniert in unserem Setup nicht, weil wir die quasi nicht verbrauchen können leider ihr könnt auch einen anderen Schutz nehmen wie zum Beispiel die Lavaschilde, geht auch aber ich wollte mal wieder dieses Setup spielen. Und das wird, wie gesagt, automatisch ausgelöst. Achte darauf, Zauber bei Schaden nicht allzu hoch zu leveln. Denn je höher dieses gelevelt ist, desto mehr Schaden müsst ihr verlieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass dieses Schreie und Sterblichkeit oft getriggert wird. Deswegen bleibt das alles beim Low-Level-Bereich. Außer natürlich verlangte Dauer, das kann hochgepusht werden. Und dann hatte ich noch ein bisschen Mana übrig und konnte noch das Trotzbanner mit reinmachen, was uns auch nochmal erhöhte Rüstung gibt und nochmal verringerte kritische chance der Gegner um uns herum, was auch ziemlich nice ist. Ansonsten immer noch Flammsport drin als Bewegungsskill und Zeichen zurückrufen. Bewegungskill nutzen viele auch den Schildansturm verlinkt mit schnellere Angriffe. Ich mag das aber nicht. Ich möchte es an der Stelle mal erwähnt haben, weil man natürlich auch relativ schnell durch die Maps so durchflutschen kann. Aber man bleibt immer mal hängen und so und das fühlt sich komisch an. Ich mag das nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wie gesagt, habe ich auch schon ein paar neue Upgrades drin. Das eine ist zum Beispiel das Amulett. Das andere ist hier zum Beispiel auch dieser Gürtel mit ein paar Attributen und vor allem Lebensregeneration. Ich brauche mehr Lebensregeneration oder Lebensraub. Deswegen habe ich auch Lebensraub hier auf dem Amulett drauf, weil ich ich gemerkt habe, dass das ziemlich wichtig ist. Deswegen auch bei diesen Handschuhen habe ich hier schon mal nochmal die Chance, Zauberschaden zu unterdrücken. Das gibt leider nur auf Handschuhen, die auch Ausweichwert drauf haben. Rüstung, Ausweichwert geht auch, aber es muss Ausweichwert drauf sein, damit wir diesen Mod rollen können. Und ansonsten auch wieder regeneriert Leben, ein paar Widerstände, Leben und so weiter. Das sind quasi so die nächsten Upgrades und was auch wichtig ist, ist eine gewisse Stun Immunität, also immun gegen Betäuben. Deswegen habe ich auch schon mal so ein erstes Juwel mit mehr Leben und die Chance Betäubung zu vermeiden. Das ganze habe ich hier auch noch mal bei der Flasche drauf. 31% Chance während der Wirkung Betäubung zu vermeiden. Das heißt, wenn die Flasche aktiv ist und ich dann diesen Gürtel trage mit diesem Juwel hier drin, habe ich schon mal 50% Chance Betäubung zu vermeiden, weil Betäubung echt sonst nervt. Ansonsten bei den Flaschen natürlich eine Lebensflasche, die immun gegen bluten Macht. Dann habe ich jetzt ein fashion für erhöhte kritische Trefferchance, ein Granitfläschchen für mehr Rüstung, Quecksilberfläschchen immer noch für Bewegungsgeschwindigkeit. Immun gegen Einfrieren sind wir jetzt schon durch das Pantheon. Ich habe mein Pantheon upgradet zu 100% Chance, Einfrieren zu vermeiden. Das heißt, wir sind immun gegen Einfrieren. Dazu müsst ihr Hauptmann Tanner Leichtfuß einfangen. Wenn wir danach mal suchen, wo ist denn der Tanner? Tanner ist hier in dieser Map. Korallenruin. Dort müsst ihr den quasi einfangen mit so einem göttlichen Gefäß, was immer erst droppen muss, das zusammen in die Map rein und dann könnt ihr euer Pantheon upgraden und dasselbe habe ich unten gemacht mit Megera. Jetzt sind wir unbeeinträchtigt von brennenden Boden. Das hat nämlich auch immer genervt. Und zuletzt habe ich schon mal ein Quarzflaschen und das ist schon mal in der Form, wie wir im Endgame alle unsere Flaschen haben wollen. Wird benutzt, wenn die Füllungen voll sind. Erhaltet zwei, das geht auch bis zu drei, am besten natürlich drei. Erhaltet zwei oder drei Ladungen, wenn ihr von einem Gegner getroffen werdet und dann halt noch irgendein anderer Effekt. Damit füllen sie sich quasi automatisch auf, wenn wir getroffen werden und werden automatisch benutzt, wenn sie voll sind, sodass wir die Taste nicht mehr drücken müssen. Und das werden wir jetzt in Zukunft bei allen anderen Flaschen auch machen, sodass wir nur noch bei Bedarf auf unsere Lebensflasche drücken müssen. Damit das funktioniert, brauchen wir aber Flaschen der Gegenstandsstufe mindestens 80 und die droppen eben erst in den roten Maps. Und ich habe da einfach so lange Veränderungsfernen drauf geworfen, bis das kam, was ich wollte. Kommen wir also nochmal zum passiven Baum. Bei der Aszendenz das war ja der dritte Punkt, den wir genommen haben, kurz vor Kitawa. Und der letzte Punkt ist dann der Zuflucht der Gedanken. Den könnt ihr dann machen ab den gelben Maps. Kriegen wir nochmal extra viel Energieschild und vor allem nochmal erhöhte Mana-Reservierungseffizienz, wodurch wir dann erst all unsere Auren aktivieren können. Das ist auch der Grund, warum ich hier oben jetzt zum Beispiel Mana-Punkte reingenommen habe, damit ich genug Mana habe, um alles zu aktivieren. Ansonsten müsst ihr vielleicht das noch nochmal rausnehmen oder so, ne? Solange das noch nicht passt. Wenn es gar nicht passt, könnt ihr hier auch nochmal die Meisterschaft nehmen mit erhöhte Mana-Reservierungseffizienz ist auch kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, kommen diese Punkte hier alle wieder weg, weil wir natürlich jetzt auf kritische Treffer gehen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier so ein paar kritische Trefferpunkte mit der Meisterschaft. Multiplikator für kritische Treffer gegen einzigartige Gegner. Ich habe hier drüben ein paar kritische Trefferpunkte mit reingenommen, für mehr Schaden und mehr kritische Trefferchance. Wie gesagt, das Mana hier, hier gab es mal ein bisschen Rüstung und Lebensregeneration und Energieschild und auch Stärke. Die habe ich mitgenommen. Ansonsten bin ich ja gerade auf dem Weg nach unten hier für diese Punkte, für Zauber- und Wichtig sind auch diese Punkte hier. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Maltragende Gegner erleiden 10% erhöhten Schaden. Und Maltrank ist halt mit dem Malt des Assassinen. Sobald wir die Gegner also damit verflucht haben, kriegen sie mehr Schaden. Und als Meisterschaft haben wir noch mal die Chance auf Rasereiladung, wenn wir Maltragende Gegner treffen. Und Rasereiladung gibt es auch nochmal mehr Schaden. Das ist also ziemlich nice. Wichtig sind auch diese Punkte hier oben, aber das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Mit Energieschildraub und mit der Meisterschaft nochmal erhöhte Gesamtwiederherrschung pro Sekunde durch Lebens, Mana und Energieschildraub, weil wir eben jetzt auch sehr viel rauben. Ich hatte zuerst drin, 10% des Raubs erfolgt sofort. Das fand ich aber irgendwie nicht so geil, das habe ich irgendwie kaum gemerkt. Vielleicht können wir hier die Meisterschaft noch nochmal durchrotieren. Vielleicht ist später irgendwas besser. Dieser Punkt, wie gesagt, wichtig, damit euer Energieschild auch über euer Mana geht. Aber das habe ich auch im letzten Video schon erwähnt. Ansonsten hat sich gar nicht so viel getan. Problem ist ein bisschen, wir haben noch gar keine Juwelen. Und wir haben eigentlich ein paar Plätze frei. Ne? Also hier können wir ja die Punkte nehmen für ein Juwel. Hier oben können wir ein Juwel reinmachen. Hier rechts. Hier rechts können wir auch nochmal ein Juwel reinmachen. Das heißt, wir brauchen noch sechs Punkte mindestens für die Juwele. Ich will aber auch noch das haben und dann bin ich, glaube ich, aber auch schon Level 100. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall noch Juwele irgendwie drin haben, damit wir dann auch nochmal mehr von diesen Juwelen hier nehmen können, mit der Chance, Betäubung zu vermeiden, sodass wir dann am Ende des Tages im End-End-Game immun gegen Betäubung sind, sodass wir einfach ganz entspannt rumlaufen können und einfach nicht mehr gestoppt werden, sozusagen. Weil Rumlaufen ist in diesem Bild sehr, sehr wichtig. Sobald wir stehen bleiben, sind wir quasi ein bisschen tot. So stark ist die Defensive dann leider nicht. Der geschriebene Guide ist auch schon fertig. und sind einzelne Bäume alles verlinkt. Als auch die Ausrüstung könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Und ich werde mich jetzt dran setzen, hoffentlich bis zur nächsten Woche, dann nächste Woche Freitag, den letzten Guide zu machen im End-End-Game. Immer noch league shot freundlich ne? nicht mit jetzt hier 50 Divine-Ausrüstung, aber mit ein bisschen mehr Investment, damit das Ganze auch noch besser flutscht. Abonniert gerne den Kanal, schaut mal bei Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video.